Grüß euch miteinander, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe One on One. Der Sommer, der ist in Betrieb und sollte zumindest in Betrieb sein. Einer, der glaube schon darauf wartet, dass es gleich wieder auf den Schnee geht, ist heute bei mir der Stefan Ablanalp, der Skitrainer. Stef, willkommen. Danke. Als Skitrainer genießt man den Sommer. Sehr. das ist aber relativ schnell. Nein, das gehört natürlich auch dazu. Und ich habe das, ein Element Schnee ist natürlich meine Passion und ist dort, wo ich meinen Beruf ausübe. Aber ich habe natürlich auch das Wasser sehr gerne. Das sind viele Skifahrer, oder? Surfen. Ja, es ist halt Bewegung, die man hat, eine Vorwärtsbewegung auf dem Wasser. Man spielt mit dem Gleichgewicht, mit der Dynamik. Und darum, wenn ich etwa Zeit habe, dann gehe ich gerne aufs Wasser. Der Service ist ein bisschen weniger wichtig auf dem Wasser, oder? Das braucht man nicht, das ist mir selber. Das ist mir selber. Wie ist es mit dir gekommen, mit dem Skisport? Oder wie bist du Skitrainer geworden? Bist du einfach zu wenig gut als aktiv? Ja, das kann man schon sagen. Ich wäre sicher als Fahrer nicht so erfolgreich geworden, wie wenn ich als Trainer das bin. Und es ist so, Meiringen-Hasliberg, da bin ich aufgewachsen. Und da kommt man natürlich mit dem Schneesport schon als ganz kleiner Bub in Berührung. Wobei es gibt viel anderes. Meiringen-Hasliberg, haben wir es aufgeschrieben. Die Aarenschlucht hat er, die Reichenbachfell hat er, dann hat er natürlich die ganze Story um Sherlock Holmes, wo dort ist. Und Meränke soll erfunden worden sein. Ja, das ist ja so. Und dort, es gibt auch Weltrekord. Die grösste Meränke ist von Frutas gemacht worden. Da war ich noch Bub gewesen. Und ja, es gibt auch den Muckenstutzweg, man kann klettern. Es ist sicher für Urlauber, für Familie und für Sportler ist es ein gutes Paradies. Also, das kann man sich merken, vor allem die etwas Neues mal brauchen. Meiringen-Hasliberg, wenn man nicht Trainer möchte werden, hast du einen Ausbildungsweg gewählt oder rutscht man da einfach in Nachwuchskader, ja. Regionalkader rein? Ja, das fällt natürlich im Skiclub an. Ich war im Skiclub Hasital. Und nachher hat man dort auch eine IO-Leiter-Ausbildung gemacht und nachher Skilehrer-Ausbildung in der Skischule. Und danach ist man so ein bisschen in das Trainer-Business, in die Schneesportwelt weiter reingerutscht. Und es hat mich natürlich auch interessiert und gepackt. Und ja, da hat man die ganzen Ausbildungen gemacht und ist mit dem Skisport von klein auf auch verbunden geblieben. Und ja, irgendwann hat es sich dann so abzeichnet, dass ich das als Beruf ausübe. Als sie den Weg hat zu Swiss Ski gebracht, später hat auf Norwegen gebracht, noch später zu den Speed-Damen nach Amerika. Das hättest du als kleiner Steff nie träumen, oder? Nein, als kleiner Steff wollte ich Matros werden und die Welt segeln. Jetzt die Welt bereist, als Trainer, oder? Genau. Aber logisch. Bist du nicht wie ein Matros, so in jeder Stadt ein Brutto, ne? Das ist jetzt eine Fangfrage. Nein. Sicher ist das nachher irgendwann eins, wenn man nachher als Nachwuchstrainer geschafft hat, ist natürlich das Ziel gewesen, dass man Nationaltrainer werden und eine Nationalmannschaft feiern. Und Weltcup, im Weltcup-Zirkus. Ja. Tätig sein. Das war sicher ein Ziel geworden. Und schön war es jetzt natürlich, das braucht natürlich auch immer die Fahrerinnen, das ist klar. Und der ganze Staff drumherum. Man ist als Mannschaft unterwegs, obwohl es ein Einzelsport ist. Und dort habe ich sicher das Glück gehabt, dass ich da immer ein gutes Team hatte. Ob das in der Schweiz war, ob in Norwegen und nachher auch in Amerika. Es war spannende Zeitfeister gewesen. Und Amerika natürlich mit dem Zugpferd, Lindsey Vonn, Mancuso, Lindsey Vonn, der dann verletzt war, den du wieder zurückbringen musst. Fußballer oder andere Sportarten, Mannschaftssportarten reden davon, wie Seitenkarten zusammen etwas gewinnen. Kann man sagen, Amerika ist in Sachen Ausbeute, Medaillen, Kristallkugeln, das, was jetzt bei dir auf der Weisseitenkarte ist? Ja, es ist. Bei Swiss Ski schon einen guten Job gemacht, aber böse gesagt nichts gewonnen. Ja, mal, Medaillen hat es schon gegeben. Aber so die grosse Kristallkugel oder Martina Schild. Aber ist klar, die Disziplinenkugel, Abfahrt, Super-G als Speed-Trainer, das ist natürlich schon das, wo man mal gewinnen mit seinen oder seinen Athleten, mit dem Team zusammen. Und das ist dort natürlich jetzt eine schöne Geschichte gewesen, dass man Lindsey hat dürfen helfen aufbauen vor Verletzung wieder, nach zwei Jahren Verletzung. Und nachher, als das gerade ist aufgegangen, in der ersten Saison mit dem Gewinn von diesen zwei Kugeln, ist natürlich schön. Aber wie gesagt, es braucht den schnellen Athlet dazu und es braucht sicher auch die ganze Crew. Und wir haben dort eine tolle Geschichte können schreiben zusammen. Eine neue Geschichte schreibst du jetzt? Du bist einer, der neue Wege geht, der sich bei Swiss Ski ausruhen konnte, den man behalten im Nachwuchsbereich als Trainer, wo du jetzt eine Saison lang gearbeitet hast. Jetzt gehst du nach Ungarn zu Edith Miklos.
Das ist eine Athletin, die einen rumänischen und einen ungarischen Pass hat, die sich jetzt für Ungarn hat entschieden. Wie kommt es zu so einem Abenteuer? Ja, ich habe, wie gesagt vorher, ich habe in grossen Skinationen arbeiten, wie die Schweiz, Norwegen, Amerika. Und nachher wieder jetzt im Nachwuchs ein bisschen Erfahrung einstreuen in der Schweiz. Und für mich ist nachher jetzt fast so ein bisschen nach einem Sabbatical-Jahr, kann man sagen, aktiv. Ich brauche wieder eine neue Herausforderung. Mhm. Ich finde, als Trainer musst du dich auch immer wieder selber fordern. Und für eine kleine Skination habe ich noch nicht gearbeitet. Edith Miklos ist eine Athletin, die schon in St. Moritz, wo der WM wird sie vom Podest war. Man weiss, dass sie ein grosses Potenzial hat. Dritter Platz 2015 im Weltcup-Final auf dieser Strecke, die nächstes Jahr um die Sache geht. Genau. Also die kann Skifahren, der Steff geht ja nicht, nimmt ja nicht einen Job an von einer, die muss den Stemmbogen machen, lernen fahren und lernen karfen und umsteigen und so. Also sie ist in Sochi siebte geworden in der Abfahrt, hat dieses Jahr in Cortina sechsten Platz gehabt, diese Saison. Also da ist Potenzial rum. Das Potenzial ist vorhanden, sie ist schon in der Abfahrt ist sie in den ersten 15 innen, eine gute Startgruppe. Und man weiss das seit Jahren, dass Dedit ein grosses Potenzial hat. Aber es hat sicher manchmal eine gute Struktur gefehlt, ein gutes Modell, wo sie sich noch besser weiterentwickeln kann. Und das ist das, was mir jetzt reizt, ihr das können zu geben. Und dort dürfen meine Sache dazu tun, dass sie regelmässiger auf das Podest fahren und auch gewinnen kann. Ich kann mir vorstellen, wenn man die grossen Verbände anschaut, da hast du es angesprochen, Amerika, Norwegen, die Schweiz, mit den Häusern, die sie haben, mit den Büros, die sie haben, mit den Angestellten. Wie ist es das in Ungarn? Bist du für alles verantwortlich? Also du buchst das Hotel, du buchst die Flüge, du tust die Strecken reservieren, du bist der morgen als Erster, der die Torstange geht bohren. Ja, das ist natürlich etwas, was man schon vorher gemacht hat, wenn du jetzt Chef von einer Gruppe bist, dann tust du eigentlich schon die Hotel reservieren, Flüge buchen. Das machst du in einem grossen Verband selber? Ja, Flüge buchen musst du nicht. Das macht dann schon das Büro. Ja. Du sagst einfach, der, wo herfliegen. Und wenn? Aber genau. Aber vorher, nachher, zum Beispiel zu Norwegen, habe ich das auch selber gemacht. Das geht super. Und zum Beispiel mit Fis Travel oder so. Das tut man selber buchen. Piste reservieren machst du eh selber, weil das gehört ja zu deiner Planung. Ja. Wann will ich wo trainieren? Wie lange brauche ich den Hang? Wie lange will ich die Laufzeit haben? Das gehört alles ein bisschen zum Trainingsaufbau. Wer will was musst du haben? Das ist natürlich am besten, wenn du das selber machst. Und das ist eigentlich auch ein bisschen das Netzwerk von einem Trainer, Beziehung zu den Skigebieten, Beziehung zu den Bahnen. Und sonst Büro in Ungarn, das ist in einem normalen Gebäude, ist das eine Zweieinhalbzimmerwohnung, die da heisst, Leiti angeschrieben mit ungarischem Skiverband. Und das ist eine Generalsekretärin, die dort auf der Alpine-Seite so alles macht, was nötig ist. Und dann hat es noch einen Alpine-Direktor, hat so. Aber der ist dann zugleich auch für einen Nachwuchs verantwortlich. So, ja. Also es ist sehr klein, aber hat auch Vorteile. Die Wege sind natürlich kürzer. Und logisch muss man bei gewissen Sachen sicher auch auf der operativen Ebene gewisse Funktionen übernehmen. Das ist auch das, was den Horizont erweitert. Das ist das, was mir auch gefällt. Ist mit der Edith erstes Ziel WM St. Moritz, wo sie, wie gesagt, auf einem Podestplatz ist gefahren schon im Weltcup-Final 2015. Fernziel Olympische Spiele. Was ist machbar? Ja, wie gesagt... Wenn man die kennt, dann weiss man, dass... Der Schneestern sein, der an diesem Regen von farbigen Bändern hängt. Ja, das ist sicher das Ziel. Und sie, wie gesagt, sie ist schon auf dem Podest gestanden, also weiss man, dass sie ganz vorne fahren kann. Ich denke, Ziel, wenn man an einen grossen Lass geht, ist sicher eine Medaille. Und sie hat das Potenzial dort. Und wenn wir mal mittelfristig ist St. Moritz das Ziel und nachher ein bisschen längerfristig rausgeschaut, kommen dann sicher die Olympischen Spiele. Also es werden zwei spannende Jahre mit zwei grossen Anlässen. Ist jetzt das Beispiel für alle Schweizer Athleten, der Grund, dass sie sagen, warum sollte ich im Verband trainieren? Mit einem Einzelteam kommt es besser. Andere machen das auch im Ausland, oder? Hirscher zum Beispiel trainiert, glaube ich, auch nicht immer nur mit der Mannschaft, oder? Der Hirscher ist im Verband eingebunden. Aber mit seinem Vater, der als Bezugsperson, Lara gut, genau gleich. Ja, Lara macht das auch sehr gut. Muss man ist das Zukunftsmodell? Kann der Verband zu wenig den Athleten? Nein, das glaube ich nicht. Das ist sehr individuell. Aber ich finde natürlich, wenn du
wenn du selber deinen Weg ein bisschen gestalten willst, und das für dich richtig ist, so wenn man das bei Lara sieht, das geht auf, der Erfolg gibt dir recht und die macht das so super, dann stimmt ja das. Und das ist, glaube ich, wichtig als Athlet, nicht zu viel Kompromisse machen. Mhm. Oder? Ich glaube, du musst als Athlet, speziell im Skisport, der Einzelsport ist, an und für sich, musst du so kompromisslos wie möglich die Weg gehen. Ja. Und wenn du weißt, was für dich stimmt. Und was aber sie werden häufig als Egoisten hergestellt. Aber dass sie eine eigene Firma haben, dass sie die Finanzierung sicherstellen müssen, dass Lara gut Angestellte hat und der Betrieb muss am Laufen behalten, da redet man aber nicht so drüber. Also es ist ja ein gewisses Risiko oder? Ja, sicher. Und auch gewisse Verantwortung. Die geht super mit dem, ich sage jetzt mal, positiven Druck um. Kann das ein Beispiel sein jetzt für dein Projekt? Ja, sicher. Ich denke, was einen Vorteil hat, wenn du nicht nur mit der Mannschaft unterwegs bist, bist du natürlich flexibel. Ja. Du kannst dann sagen, jetzt ist da nicht gut, jetzt gar nicht dorthin. Ja, genau. Wir gehen morgen du kannst schneller verschieben, ja, als wenn du den ganzen Tross von 25 Liter hast. Aber gleich ist auch wichtig, dass jetzt, wenn in der Nation wie der Schweiz, ist sicher auch wichtig, dass irgendwo der Verband und die Mannschaft auch da ist. Mhm. Aber ja, ich denke, wenn gewisse Sachen noch für dich individuell machen willst, oder sagen wir jetzt Lara oder Marcel Hirscher, wenn wir die nehmen, die fahren natürlich fast über alle Disziplinen und dann brauchst du sicher auch ein bisschen individuelle Betreuung, dass du das kannst machen. Und der grösste Staff, um das alles aufrechtzuerhalten. Absolut. Ich habe ein paar Sätze angefangen, Stefan, die ich gerne hätte, dass du die tust, beenden. Geschichte Appenalp und Swiss-Ski ist? Noch nicht fertig. Oh, da geht es weiter. Irgendein nächstes Kapitel. Ich bin ja schlussendlich ein Patriot. Das Allerwichtigste im Skiweltcup für einen Athlet, Athletin ist? Lehren gewinnen. Lehren gewinnen? Mhm. Könnt ihr es nicht auch? Nein. Also abgesehen vom guten Skifahren? Vom technischen Skifahren? Absolut. Es gibt sehr viele gute Fahrer. Es gibt solche Fahrer, die immer gute Leistungen zeigen. Aber schlussendlich lernen richtig trainieren, lernen leisten, lernen Rennen fahren und nachher schlussendlich lernen gewinnen. Mit Druck umgehen und lernen richtig gewinnen. Wenn Edith Miklos an der WM St. Moritz eine Medaille holt, dann? Haben wir Ziel erreicht. Und dann gibt es eine Kilbe. In Ungarn ist, glaube ich, der Stellenwert Ski ist nicht zu vernachlässigen. Nein, das ist, die haben ein paar gute Sportler auch und Edith gehört sicher dazu und das wird sicher dann wahrgenommen. Dann gibt es ein Denkmal. Dann würde man sicher Geschichte schreiben. Appenalp in Bronze. In Bronzengosse. So weit ist es, glaube ich, nicht. Aber das wäre sicher. Man kann helfen, dort sicher eine gute Geschichte. Man kann sicher Geschichte schreiben. Ja. Am Schluss von diesem Intro fühle ich mich. Tipptopp, ist immer angenehm, ich bin immer gerne bei dir. Sehr gut. Merci vielmals. Danke Steph, dir. Alles Gute für merci das Projekt, wo wir probieren, dran zu bleiben mit der Edith Miklos, dass es der klappt mit dem ersten Ziel, das noch nicht ganz so nach ist, nächstes Frühling der Skiweltmeisterschaften im heimischen St. Moritz. Merci für zuzuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.